zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen lernen, leben, planen. Der Podcast von und mit Holger Nentwich. Heute wieder mit einem Interview-Gast, mit einer super sympathischen jungen Dame. Und es ist unglaublich, was sie in der Kürze der Zeit alles so gemacht hat. Wobei, kürzer Zeit, wenn wir darüber reden, als Star is Born geht da nicht über Nacht, sondern sie hat da richtig schnell dran gearbeitet. Liebe Anna Nguyen, recht herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Wunderbar. Du bist ja super aktiv, wenn man mal im Facebook deinen Kanal aufruft, Instagram und so weiter. Du hast da richtig was drauf und du, kann man so beschreiben, du bist eine Spezialistin für Online-Business und bietest verschiedene Features auch an. Was genau können wir jetzt unter Online-Business uns vorstellen? Was machst du da genau? Das letztendlich, warum ich in das Online-Business eingestiegen bin, war so dieses Bedürfnis, zeit- und ortsunabhängig arbeiten zu können, ein anderes Einkommen zu generieren, was man vielleicht auch wissen muss. Ich komme aus dem klassischen Bereich, also aus dem Offline-Bereich, war ganz lange im Bildungs-, Trainingsbereich tätig. Und das hat sich alles dann etwas verschoben, als ich Kinder bekommen habe, als ich teilweise umgezogen bin und als wissbegieriger Mensch eine Weiterbildung nach der anderen gemacht habe und dachte, okay, welche Möglichkeiten gibt es jetzt für mich von zu Hause aus oder weil ich reise auch total gerne von unterwegs zu arbeiten und auch noch gutes Geld zu verdienen. Und letztendlich, da ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, ist irgendwann so dieser Bereich Online-Business aufgekommen. Und ganz ehrlich, und das denken, glaube ich, viele, die sagen, ja, kann man da überhaupt mit Geld verdienen? Funktioniert das und so weiter? Und ich bin mit vielen Glaubenssätzen damals konfrontiert gewesen. Ich habe selber einige Zeit gebraucht, um mich so zurechtzufinden, weil es ist so, wenn man in den Bereich noch nicht so eingestiegen ist, fragt man sich, was die ganzen Fremdwörter irgendwie bedeuten, Landingpage über irgendwelche anderen Dinge, Launch und so weiter, die man bisher vielleicht nicht so kennt aus der Offline-Welt oder die da einfach anders bezeichnet werden. Und habe mich da so ein bisschen reingefuchst, so dass ich letztendlich auch in unterschiedlichen Bereichen im Online-Business Menschen jetzt darin begleite, wirklich schnell in die Umsetzung zu kommen, erfolgreich in die Umsetzung zu kommen. Egal, ob das jetzt im Bereich Online-Coaching bin, weil ich auch da ja diverse Ausbildung, Weiterbildung einfach selber für mich durchlaufen habe, jahrelange Erfahrung habe, oder ob es jetzt vielleicht auch darum geht, einen Bestseller zu platzieren oder letztendlich seine Träume zu verwirklichen, egal auf welche Art und Weise. Und dafür, wie gesagt, bietet das Online-Business super viele Möglichkeiten. Da hast du ja schon sehr, sehr viele Informationen gegeben. Lass uns aber ein bisschen zurückspulen. Du kommst aus dem Bereich Diplompädagogik, hast du studiert. Und dein noch Arbeitgeber unter anderem ist ja auch noch die Universität zu Köln. Da hast du ja einiges gemacht, und zwar im Weiterbildungsbereich. Was genau hast du da gemacht? Genau, also vielleicht auch dazu. Als erstes, ich habe Medizin studiert und habe gemerkt, oh, ich muss mich echt verbiegen, um das quasi weiterzumachen. Und aus verschiedenen Gründen habe ich gesagt, ich will irgendwas anderes machen und habe damals in dem Studiengang Diplompädagogik erfahren, habe quasi in Turboeile diesen Studiengang abgelegt in 6 statt in 9 Semestern, weil ich so das Gefühl hatte, oh, ich habe ja davor schon irgendwie was verpasst. Und dann war ich relativ jung fertig, war während des Studiums auch in unterschiedlichen Unternehmen tätig, in der Personalabteilung unter anderem eines großen Medienunternehmens in Köln und auch in verschiedenen anderen Bereichen. Und habe dann aber festgestellt, als ich dann irgendwie mit Anfang 20 auf den Arbeitsmarkt gegangen bin, okay, ich kann Trainings geben, aber wenn ich in ein Unternehmen gehe und sage, ich bin Diplompädagogin, ich habe zwar Erwachsenenbildung und so weiter studiert, habe etliche Zusatzqualifizierungen gehabt, dass ich da vielleicht nicht so ernst genommen werde, weil die sagen, was kann man als Pädagogin, was jetzt eine moderne Hausfrau nicht kann? Ne? Also ganz okay. War das jetzt ein Glaubenssatz oder oder stimmte das wirklich? Ja, teilweise kamen diese kritischen Fragen und ich muss dazu sagen, wir sind ja in Deutschland schon sehr zertifikatsgesteuert im Vergleich zu anderen Ländern und das war unter anderem dann ein Grund, dass ich einfach einen Master in Management noch draufgesetzt habe, um einfach auch zu sagen, okay, jetzt hier schwarz auf weiß, ihr seht, ich kenne mich auch in den anderen Bereichen aus. Ne? Also es geht nicht nur darum,
wie geht man mit Menschen um, sondern wie kann ich das jetzt auch alles anhand von Statistiken nachweisen und so weiter. Ne? Also auch Ja, diese ganz cool, Fragen, ja. Also das heißt, diese Diplompädagogik wird von draußen immer noch von vielen Leuten so gesehen, naja, die hat im Prinzip so einen auf Lehrerin gemacht. Und jetzt hören wir mal, was sie uns belehrt, aber hat keine praktische Erfahrung. Ist das das, womit du da damals konfrontiert worden bist? Genau, also das heißt, je nachdem, in welchen Unternehmen ich dann war, war so dieses, okay, was will die uns schon beibringen? Und um einfach diese Vorbehalte von vornherein irgendwie aus dem Weg zu gehen, war es für mich halt letztendlich nur für mein eigenes Wohlbefinden einfach nochmal relevant zu sagen, nein, ich weiß oder kenne auch die andere Sichtweise, ich kann die ganzen Sachen berechnen und ich kenne mich aus, wie Projekte geführt werden und so weiter. Ne? Also das heißt, mir war es von früh her immer ganz wichtig, quasi vorab, also man sagt ja, bei Männern ist es so, die sagen, die können etwas und dann glaubt man denen. Das heißt, es gibt da so ein bisschen diesen Vertrauensvorschuss. Bei Frauen sagt man, also da gibt es wohl Studien zu, dass die es erstmal beweisen müssen, dass es geglaubt wird. Und deswegen war das vielleicht unter anderem ein Grund, warum ich eine Weiterbildung nach der anderen absolviert habe. Ja, cool. Vorschuss. Zu haben. Du sprichst da was ganz Wichtiges an. Ich kenne das auch so ein bisschen, beschäftige mich auch mit so Themen mit Mann und Frau, wie das gesehen wird. Männer haben einfach das Selbstbewusstsein, wenn eine Stellenausschreibung kommt, nach dem Motto 20 Jahre Erfahrung, nicht älter als 18 Jahre, die Features musst du drauf haben, die bewerten dich, haben Fortun und Blasen, keine Ahnung. Aber deswegen macht das. Und die Frau geht eher noch hin und so, also 90% von dem könnte ich erfüllen, aber die 10%, die fehlen, ich halte mich mal lieber zurück, ne? Das kriege ich immer noch sehr, sehr oft wiedergespiegelt, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Gerade bei Frauen anscheinend ist das noch eine Erziehung oder so. Und ich sehe, du bist da ganz anders mit umgegangen. Genau, das hat tatsächlich auch ein Unternehmer so ganz konkret gesagt, dass es seine Beobachtungen waren. Und deswegen schreibt er extra in die Stellenausschreibung, dass auch erwünscht ist, dass Frauen sich bewerben, wenn sie jetzt nicht alle Punkte dort erfüllen. Und er sagt, seitdem ist die Bewerbungsrate von Frauen extrem gestiegen bei dem Unternehmen. Oh, cooler Trick. Also das ist schon ein guter Tipp für die Community, die hier zuhört. Wenn du gute qualifizierte Frauen haben willst, sag ruhig, auch wenn du nicht alles kannst, bewirb dich. Das macht der Frau sozusagen Mut. Weil die Männer machen es eh, ne? Die strotzen vor Selbstbewusstsein und selbst wenn sie den Bach runterfallen, den Stuhl runterfallen, wie das so schön heißt, ja. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen, wie bin ich dann irgendwie zur Uni gekommen? Das heißt, seit über 10 Jahren bin ich dort tätig, auch in unterschiedlichen Bereichen. Ich lehre dort und habe auch immer wieder diesen Bezug zur Wirtschaft. Das ist ganz spannend, unter anderem auch mit Online-Vorlesungen wie Führung 4.0. Also für alle Unternehmer, die zuhören, die können diese Vorlesung auch online abrufen auf dem YouTube-Kanal der Universität zu Köln, wo ich mit ganz vielen spannenden Unternehmern darüber spreche, wie Führung in der heutigen Zeit funktionieren kann. Also von Bodo Jansen beispielsweise, wo es auch nochmal um andere Führung geht, aber auch nochmal mit ganz vielen diversen Unternehmen. Und es ist super, super spannend, sich auch da mal mit auseinanderzusetzen. Das heißt, du lehrst, du stehst da wirklich vor Studenten. In welchen Fächer machst du das? Also was für Studenten stehen dir gegenüber? Wirtschaftswissenschaftler? Ich habe die Freude oder das Vergnügen, dass ich wirklich in dem Studium Integrale oder Generale lehren kann. Und zwar das, wo ich denke, das hätte ich mir als Studentin selber gewünscht. Dafür habe ich später viel, viel Geld ausgegeben. Und das heißt, es betrifft wirklich Studierende der kompletten Universität. Und ach, also interdisziplinär. Ah ja, okay. Das heißt, im Prinzip kann jeder Student deine Vorlesung belegen, weil er sagt, ich habe davon einen Nutzen, den ich in meinem jetzigen Studienfach nicht bekomme. Oder ich habe ein Upgrade, was ich noch gebrauchen könnte. Genau, also das heißt, von Ausbildungen, die ich teilweise dort begleite oder anbiete, über irgendwelche bestimmten Bereiche wie Projektmanagement, Zeitmanagement, wie man richtig lernt und so weiter, sind alle Themen dabei. Und ich liebe es tatsächlich immer wieder auch, Unternehmen aus der Praxis mit reinzunehmen, damit es nicht nur Theorie ist, sondern die Studierenden auch aus unterschiedlichen Perspektiven quasi erfahren, wie es gerade in der Realität aussieht. Sehr, sehr cool. Mein eigenes Erlebnis war, ich habe in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert, Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung, Steuerrecht, so trockene Fächer. Und da wirst du immer so gehypt, ja, wenn Sie eines Tages das haben, dann sitzen Sie an Unternehmen und was weiß ich alles, was Sie können. Du, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich konnte gar nichts. Viel Theorie, keine Praxis.
Diesen Eindruck habe ich auch noch gehabt und deswegen ist es mir immer ein Anliegen, wirklich aus der Praxis, für die Praxis das zu machen. Und zwar nicht nur für die Studierenden, sondern jetzt letztendlich auch mit dem eigenen Unternehmen, was ich führe, weil ich weiß, es gibt so viele Online-Angebote oder Kurse und da lernt man nur Theorie, aber es geht doch darum, dass man es wirklich sofort anwendet und damit erfolgreich wird. Und, Dann gib doch mal für die Leute, die Studenten sind oder Kinder haben, die noch zur Schule gehen und studieren wollen, was werden denn da so deine Haupttipps, wie können die optimaler studieren? Worauf sollten sie achten? Letztendlich, also was mir total geholfen hat, ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, warum mache ich was, ne? Da muss ich durch bestimmte Themen einfach auch durchgehen, auch alle möglichen Strategien und Lerntechniken zu nutzen, um das möglichst effektiv und effizient zu machen, was man da macht. Also das heißt, das bestmöglichst nutzen. Deswegen war es mir auch möglich, das irgendwie um 3 Semester abzukürzen und noch zusätzliche Qualifikation zu machen und natürlich die unendlich vielen Möglichkeiten zu nutzen, die so ein Studium auch noch bietet. Also allein das Sportangebot, man kann einen Segelschein machen, man kann Golfkurse machen, Tauchkurse, also alles, was man vielleicht eventuell auch im Business später noch gebrauchen kann oder etliche Zusatzqualifizierungen wie beispielsweise ein IHK-Zertifikat und so weiter erwerben. Also das sind so Dinge, wo ich sage, okay, da ist es wirklich sinnvoll zu gucken, dass man es im Studium schon macht und auch diese ganzen begleitenden Angebote, was ich an der Universität zu Köln zum Beispiel auch implementiert habe, ist das Online-Coaching. Das heißt, jeder, der dort studiert, hat die Möglichkeit, kostenfrei ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Und das finde ich einfach genial, weil es dann in der realen Welt möglicherweise etliche hunderte Euro normal kosten würde. Sehr, sehr cool. Ja. Und diese Online-Coachings, wie laufen die ab in der Uni Köln? Sag dazu mal 2, 3 Sätze bitte. Genau, also bis vor einigen Jahren hatten wir das nur als Offline-Coaching, also dass wirklich Coaches dort ehrenamtlich die Studierenden gecoacht haben. Mittlerweile habe ich quasi umgeswitcht für alle Studierenden, die nicht so flexibel zeitlich die Möglichkeit haben, vor Ort da zu sein, sei es, dass sie im Ausland sind, dass sie also Menschen in der Familie haben, die sie betreuen müssen und so weiter. Und das heißt, die kommen mit ihren Anfragen. Es ist manchmal, wie kann es nach dem Studium weitergehen oder ich bin jetzt unsicher. Das sind oftmals, was kann ich denn überhaupt? Welcher Beruf passt optimal? Und dann matche ich quasi mit einem Coach, der die Studierenden individuell begleitet. Wow, also bin total begeistert, wenn ich das höre. Ich hätte mir das zu meiner Zeit auch gewünscht, denn da fühlte ich mich so ein bisschen alleine gelassen. Ich denke mir, das geht dem einen oder anderen, die das heute hören, auch mal studiert haben, ihr Studium abgeschlossen haben, genauso. Ne? Ja, vielleicht auch an die Unternehmen als so Hinweis. Also das heißt, es gibt etliche Kooperationsmöglichkeiten auch mit Hochschulen, egal ob Fachhochschulen oder Hochschulen. Und letztendlich, selbst wenn es bestimmte Formate noch nicht gibt, ist immer die Überlegung, kann man gegebenenfalls neue Formate erschaffen und hat so die Möglichkeit auch schon frühzeitig mit dem potenziellen Nachwuchs, den man möglicherweise da gewinnen und kennenlernen möchte, dann schon zusammenzuarbeiten. Mhm. Und vielleicht auch da ganz konkrete Beispiele. Es gibt beim Professional Center der Universität zu Köln die Möglichkeit, sowohl Service Learning, das sind ehrenamtliche Projekte mit Vereinen oder aber auch so eine Art Power Your Life heißt das Format, wo es dann darum geht, dass Unternehmen wirklich mit den Studierenden auch praktische Projekte umsetzen. Und da ist es oftmals ganz genial, was da alles rauskommt. Und oftmals hat man dadurch auch seinen späteren Mitarbeiter dadurch gefunden. Sehr, sehr cool. Das heißt, das ist also für Unternehmen interessant, sich dieses Thema mal ein bisschen genauer anzuschauen, genauso wie für Studierende. Wir können ja gerne in die Shownotes hier so ein paar Tipps von dir mit aufnehmen, denn ich finde das ganz, ganz cool. Ich höre sowas zum ersten Mal, wobei Studium ist lange her, ist jetzt nicht mehr auf meiner Agenda ganz oben, dass ich mich daran jetzt informieren müsste, aber ich denke mir, das kommt dem einen oder anderen doch auch ganz gut zu passen, solche Tipps hier von dir zu bekommen. Aber jetzt der nächste Schritt. Vor allem vielleicht gerade noch der letzte Satz so zum Thema Hochschule und Unternehmen. Studierende haben oftmals einen anderen Blick auf bestimmte Themen oder sind gerade, was neue Medien oder so anbelangt, möglicherweise auch fitter und gebildeter und in Bezug auf bestimmte Dinge, die also Digitalisierung,
so dass es auch sehr hilfreich sein kann, da zu gucken, wie kann man die frühzeitig in sein Unternehmen einbinden, egal ob in Form von Praktika oder studentischen Nebenjobs. Und dadurch, dass so viel digital momentan auch funktioniert, lohnt es sich ja auch deutschlandweit zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Da ist sicherlich das Stichwort Corona. Corona hat ja einiges in dem Beziehung was Positives dazu beigetragen, dass man sehr viel online mittlerweile versucht hat, Sachen zu machen, dass Meetings, die man im Prinzip immer offline hatte, wo man stundenlang im Auto saß, um eine Stunde Meeting zu machen, dann wieder zurückgefahren ist, kann man heute mit einer Zoom-Sitzung machen. Wir beide haben ja auch einen Zoom-Termin, wo wir das Interview hier aufzeichnen. Wir müssen uns nicht gegenüber sitzen, weil du bist momentan nicht in Köln. Hätte ich sonst gerne in Köln von Face-to-Face gemacht. Das hätte mich sehr gefreut, das zu machen. Aber wir nutzen ja auch diese Technik für unser Interview, um das Ganze jetzt aufzuzeichnen. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Hat sich da die Welt jetzt in den letzten Jahren geändert? Oder ist das jetzt durch Corona nochmal so richtig eine Zündung gestartet worden? Jetzt erst recht, jetzt müsst ihr digital euch jetzt müsst ihr Unternehmen, Menschen umdenken. Ihr müsst jetzt wirklich online denken, lernen und online mehr arbeiten. Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe wahrgenommen, dass es einen enormen Umbruch gab, auch in vielen Unternehmen. Ich habe ja in der Zeit, Corona-Zeit, mit ganz vielen Experten zusammen ein Buch auch rausgebracht, Unternehmen in Krisen, wo es auch darum ging, Ansätze aufzuzeigen, wenn es mit dem Unternehmen schlecht läuft, beziehungsweise von der Krise betroffen ist, was kann man tun? Und ich erinnere mich an einige Posts oder Kommentare von Menschen, die gesagt haben, ja zum Beispiel, ich bin jetzt 50 plus, meine Zielgruppe ist da und da, finde ich denn überhaupt jemanden, der online in dem Bereich arbeitet oder so. Ne? Also das heißt, da gab es schon noch aus Seiten sowohl von Freiberuflern, Selbstständigen, aber auch Unternehmen immer sehr viel Vorbehalte. Und ich weiß von vielen Unternehmen, die vorher gesagt haben, nein, Homeoffice ist unmöglich, das können wir nicht machen. Und durch Corona plötzlich sieht man, es ist so, so viel machbar. Ja. Also das heißt, das Umdenken findet letztendlich in unserem Kopf statt. Also das, was für uns vielleicht unmöglich erschien, ist plötzlich möglich geworden. Und viele sehen dadurch auch die Vorteile, die das mit sich bringt. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, in den Momenten, wo ich im Büro sitze, habe ich ständig Unterbrechungen durch Kollegen und durch irgendwelche Leute, die dann kommen und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel fokussiert arbeiten möchte, dann kann ich das am besten von zu Hause aus, weil da gibt es keine Störung. Und genauso kann es gut sein, dass man vielleicht als Mitarbeiter feststellt, zu den normalen Zeiten, wo ich im Büro bin, bin ich jetzt, weiß ich nicht, von meiner körperlichen Fitness einfach nicht so aktiv, aber dafür abends kann ich die Sachen besser formulieren oder umgekehrt. Und das heißt, da passt man einfach auf seinen individuellen Körperrhythmus, seine Fitness, auch die Zeiten gegebenenfalls an, wann man wie was erledigt. Und das Erstaunliche ist, ich habe früher wirklich 8, 12, 14 Stunden im Büro gesessen und habe weniger hinbekommen, als wenn ich mich jetzt konzentriert irgendwie zu Hause aus dem Homeoffice hinsetze und vielleicht mal 4 Stunden arbeite. Und da sieht man vielleicht diesen enormen Unterschied. Und in Bezug auf Unternehmen, Corona hat ganz, ganz viele Möglichkeiten auch eröffnet, dass bestimmte Digitalisierungsprozesse und Beratungen auch finanziell gefördert werden. Das heißt, teilweise wird es sogar bis zu 100% übernommen, wenn man dort sich beraten und schulen lässt. Und das heißt, da gibt es etliche Möglichkeiten und viele Unternehmen haben plötzlich festgestellt, dass sie ihre Kunden nochmal auf andere Art und Weise erreichen können, dass sie umdenken in Bezug auf ihre Arbeitsprozesse, die nochmal optimieren können. Mhm. Also das heißt, es ist nicht nur ein Fluch gewesen, dass es diese Zeit gab, sondern für viele ein wirklich großer Segen und auch nochmal ein Push im Business. Ja, sehr gut. Da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Jetzt erstmal zurück. Du hast ja so viel Erfahrung gesammelt und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo du anscheinend gesagt hast, so, das setze ich jetzt selbst um, ich werde jetzt Selbstunternehmerin. Genau, da auch wieder zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe 2006 gestartet, wirklich selbstständig zu arbeiten, aber de facto war ich eigentlich eher als Freiberuflerin unterwegs. Das heißt, ich habe immer im Auftrag von anderen gearbeitet und habe irgendwann festgestellt,
warum mache ich das alles für andere? Ne? Also das heißt, immer geguckt, dass ich irgendwie zu den Besten bei den anderen gehört habe, egal in welchem Bereich ich gearbeitet habe, so für mich selber das einzustehen, das war nicht bis dato nicht in meinem Kopf gewesen. Und das hat sich erst geändert, als ich wirklich mich dazu entschieden habe, auch ein Unternehmen zu gründen, also das heißt eine GmbH zu gründen. Und seitdem denke ich und handle ich anders. Und deswegen kann es, je nachdem, wie Unternehmen strukturiert sind, nochmal wichtig sein, zu gucken, wie sind sie aufgebaut, wie sind sie strukturiert, wie selbstständig können vielleicht einzelne Einheiten im Unternehmen agieren, um da gegebenenfalls auch mehr Freiheiten zu schaffen und ein größeres Wachstum zu ermöglichen. Um auf den Punkt zurück, ich glaube, das ist für meine Community auch interessant. Du hast ja einen Punkt gehabt, du bist fachlich top drauf, hast freiberuflich gearbeitet, hast dadurch schon gewisse Freiheiten genossen, aber wie du schon gesagt hast, du hast für andere gearbeitet. Gut bezahlter Sklave, sage ich mal, ein bisschen provokativ jetzt. Und irgendwann ist er bewusst geworden, Mensch, ich möchte zeitunabhängig arbeiten, ortsunabhängig arbeiten und mein eigenes Ding machen. Was hat denn den Schalter bei dir umgelegt? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Ich glaube, das sind ganz viele, so wie Regentropfen, die immer in eine Tonne fallen. Das ist fast voll. In diesen Momenten, wo ich freiberuflich gearbeitet habe, habe ich so oft erlebt, dass, wenn ich Aufträge gehabt habe, die aus irgendwelchen Gründen beim Kunden abgesagt wurden und so weiter, dann war plötzlich meine Planungssicherheit einfach weg. Und ich war immer begrenzt auf, es musste eine bestimmte Zeit einfach sein, die ich dort beim Kunden verbringe. Also das heißt auch da wieder festgelegte Zeiten, festgelegtes Gehalt, und es ließ sich nicht skalieren. Ne? Also das heißt, ich könnte mehr Aufträge annehmen, aber irgendwann wäre das ja nicht mehr gut gegangen, ne? Gesundheitlich und so weiter. Und deswegen war für mich dieser Schritt in dem Moment, wo ich selber ein Unternehmen habe, habe ich das alles selbst in der Hand. Und es ist wirklich verrückt. Ich arbeite vielleicht durchschnittlich 4-5 Stunden am Tag, aber verdiene circa das 5-6-7-fache von dem, was ich früher verdient habe. Und es wächst immer mehr. Also das heißt, die Möglichkeiten da einfach auch zu gucken, was kann ich nutzen an Skalierungsmöglichkeiten, an passiven Einkommensströmen, sind viel größer. Und was für mich auch noch total wichtig ist, ich werde sichtbarer und kann dadurch viel mehr Menschen helfen, also sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, die sich vielleicht bestimmte Schritte gar nicht getraut hätten. Und jetzt bietest du mit deiner Firma ja verschiedene Dinge an. Das geht ja von, wie schreibe ich einen Bestseller, wie kann ich im Prinzip Online-Coachings aufbauen, dass du Menschen in Technik einführst, Sichtbarkeit, wie schaffe ich das Ganze und so weiter. Du bist ja voll dabei, sagen wir mal, Hilfestellungen zu geben, wie wirst du, lieber Kunde, erfolgreicher, wenn ich das jetzt mal so mit einem Satz versuche zu formulieren. Das heißt, dein ganzes Wissen, das du dir aufgebaut hast, setzt du jetzt um, bringst das mit voll PS auf die Straße. Ich meine, man muss sich deine Homepage mal anschauen, die nehme ich jetzt auch mit in die Shownotes mit auf. Du hast ja richtig coole Ideen. Lass uns die einzelnen Sachen mal durchgehen. Wollen wir mal mit Bestsellerschreiben anfangen? Ja, gerne. Also zum Thema Bestseller bin ich vielleicht so ein bisschen wie die Jungfrau zu ihrem Kind gekommen. Und zwar stammte das daher, dass ich zum Beispiel, also ich habe Bücher herausgegeben, weil ich auf dem Markt gesucht habe, gibt es etwas zum Thema? Und als ich es nicht gefunden habe und ich es mir eigentlich gewünscht hätte, habe ich es halt selber veröffentlicht. Genau, das hat so vor 3 Jahren angefangen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe eine Strategie entdeckt, womit ich meine Bücher ganz innerhalb von weniger Stunden auf Platz 1 der Bestsellerliste platzieren kann. Und dann habe ich festgestellt, wow, das hat noch weitere Auswirkungen. Das heißt, die Wahrnehmung bei meinen Kunden verändert sich, wenn ich sage, oh, ich bin Bestseller-Autorin, ich kann gegebenenfalls andere Preise abrufen, ich kriege andere Projektanfragen diesbezüglich. Also das heißt, da hängt noch ganz, ganz viel dran. Das war das Erste, was ich festgestellt habe. Das Zweite ist, dass immer mehr Leute gesagt haben, Anna, wie machst du das denn überhaupt, ne? Und ein großer Switch war auch, dass ich Anfang 2020 aus einer spontanen Laune heraus entschieden habe, ich werde jeden Monat ein Buch veröffentlichen.
Und zwar kam dieser Impuls heraus, weil ganz viele Menschen, egal ob Unternehmer oder Privatpersonen, sagen, ich träume immer davon, ein Buch zu schreiben, ich träume immer davon, das und das zu machen, mal in Urlaub zu fahren, in dieses Land, ich träume immer davon, mal ein Haus zu kaufen oder was auch immer. Und sie machen es nie, weil sie sich einreden, die Ressourcen sind nicht da. Ne? Also es ist keine Zeit da, es ist kein Geld da, irgendwann ist besser. Und das hat mich so, ich wollte einfach zeigen, also ich habe eine relativ große Community von über 10.000 Leuten in meiner Mailingliste, die ich auch regelmäßig mit Informationen versorge und die mit mir zusammenarbeiten. Und ich dachte so, wenn so viele Menschen nicht ihre Träume leben, was kann ich tun, um zu zeigen, dass das alles Ausreden sind? Und ich habe ja erzählt, ich habe jetzt noch einen Teilzeitjob, ich führe mein Unternehmen, ich habe noch 3 Kinder, das jüngste ist 2 Jahre alt. Wahnsinn, ja. Und lebe hier und habe keine familiäre Unterstützung im Sinne, dass hier niemand lebt, der mal das Kind betreuen könnte oder so. Ne? Und habe dann überlegt, was kann ich persönlich tun, welchen Beitrag kann ich in die Welt bringen, damit andere mal an ihre Träume glauben und nicht immer Ausreden finden. Und da habe ich gesagt, okay, ich veröffentliche jeden Monat ein Buch und zeige unter anderem auch, also manche Bücher schreibe ich an einem Tag, da setze ich mich fokussiert hin und an einem Tag ist das Buch geschrieben und ich kann trotzdem Mehrwert geben, ich kann was rausgeben und ich kann Menschen inspirieren, ihre Träume wirklich zu leben. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass irgendwann dann auch dieser Bestsellerkurs entstanden ist, wo ich in 4 Wochen zeige wirklich Schritt für Schritt, wie man von der Idee das umsetzt, bis man seinen fertigen Bestseller platziert hat. Und es sind wirklich in dem Kurs die unterschiedlichsten Unternehmer auch drin, von etlichen Multimillionären, die da drin sind und trotzdem an dem Kurs teilnehmen, weil die sagen, als Multimillionär brauchst du unterschiedliche Einkommensströme. Und da ist so ein Buch zum Beispiel auch super. Und was ich halt festgestellt habe, weshalb ein Buch für so viele Unternehmer interessant sein könnte, ist Folgendes. Wenn man weiß, wie man das in die unternehmerische Strategie einbindet, kann das dafür sorgen, dass man nicht nur sich positioniert zu einem Thema, sondern dass man darüber auch Leads generiert. Also das heißt Kunden, egal ob man eine Mailingliste hat, man kann darüber seine Produkte teilweise bewerben und verkaufen, kann das nutzen. Also einige Unternehmen, die drucken dann auch die Bücher und verteilen die dann nicht nur in Seminaren oder Veranstaltungen. Das heißt, es sind auch schöne Giveaways. Und es gibt auch Unternehmer, die quasi so eine Art Biografie oder so veröffentlichen. Und immer wenn es darum geht, Kundenaufträge zu generieren, dann ist so ein dickes Buch natürlich was anderes, als wenn man jetzt nur irgendwie ein Angebot 2 Seiten hinschickt. Ne? Und eine 3-Seiten-Broschüre mit rausgeben. Genau. Okay. Habe ich verstanden. Das hört sich ja super spannend, interessant an. Das heißt, ein Buch ist ein Branding. Das heißt, du positionierst dich als der Schreibende ganz anders. Du hast ein ganz anderes Ansehen von deiner Zielgruppe, die du es erwerben kannst. Und du kannst Leads, also anfangen, Kontakte darüber generieren. Das ist praktisch auch eine Verkaufshilfe. Und als Giveaway im Prinzip natürlich auch, macht einen tollen Eindruck. Jetzt sagst du aber, du schreibst ja von einem Tag ein Buch, das wird ein Bestseller. Sag mal, wie viele Seiten schreibst du da und was ist ein Bestseller? Oder wann ist ein Bestseller ein Bestseller? Ich fange direkt mal hinten an beim Bestseller, weil das vielleicht auch ganz einfach zu erklären ist. Ein Bestseller ist, wie das Wort schon sagt, ein Buch, was am besten verkauft wird, ne? Was sich gut verkauft. Und das heißt, ich lege nicht selber fest, ob es ein Bestseller ist oder nicht. Zum Beispiel bei Amazon gibt es ganz klar ein Ranking. Und je nachdem, wie viele Bücher verkauft werden, sieht man dann, auf welchem Verkaufsrang dieses Buch in der unterschiedlichen Kategorie quasi ist. Mhm. Und bezüglich Buch, ich habe tatsächlich so angefangen, weil es einfach mein Anliegen war, mein Wissen auch zu teilen. Das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, dass Unternehmen ja dadurch auch Kooperationen zum Beispiel schließen können oder sagen, wir haben so viel Wissen, was wir auch gerne weitergeben möchten in den unterschiedlichsten Bereichen. Dass man das quasi teilt. Und deswegen habe ich das alles selber geschrieben. Wenn man jetzt aber das E-Book-Business als solches nehmen möchte, um permanent passives Einkommen zu generieren, und zwar in
wirklich hohen Dimensionen. Dann gibt es viele, die sagen, die lassen uns alles von einem Ghostwriter schreiben. Also das heißt, ich kenne Unternehmer, die pro Woche ein Buch veröffentlichen, um einfach darüber auch ein passives Einkommen von 4- bis 5-stellig pro Monat zu generieren. Und das wäre dann quasi auch ein Weg. Und vielleicht gerade ein Tipp für die Unternehmer, die jetzt sagen, okay, ich möchte selber dieses Buch schreiben beziehungsweise dann nur noch lektorieren lassen, weil ich einfach auch das Wissen selber teilen möchte. Man muss nicht schreibfreudig dafür sein. Es gibt die Möglichkeiten zum Beispiel über Google Docs, dass man Dinge eindiktieren kann. Und das ist schon mal ein Top-Tipp. Das heißt, ich kann Google Docs öffnen. Es funktioniert nur über den Chrome-Browser. Ich kann es auch am Handy oder Tablet öffnen. Dann einsprechen. Und das heißt, ich habe den Text eingesprochen. Ich kann das von unterwegs einsprechen, muss später das nur noch formatieren und gegebenenfalls lektorieren lassen, weil die Satzzeichen nicht immer so übernommen werden. Aber dann habe ich dieses Grundgerüst. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, ich kann auch ein Video machen. Theoretisch könnten wir jetzt aus diesem Podcast schon ein eigenes Buch quasi erstellen, weil es ganz viele Transkriptionssoftware gibt, die automatisiert innerhalb von paar Minuten das alles als Text wiedergibt. Mhm. Und das ist total genial. Und als Unternehmer kann ich mich immer fragen, wie viele Materialien habe ich denn schon? Also wer vielleicht einen Blog hat, der kann aus den ganzen Blogbeiträgen super schnell ein Buch zum Beispiel veröffentlichen, einfach als Mehrwert. Und wenn man daraus auch nochmal eine Art Taschenbuch zum Beispiel macht, kann man auch Autorenexemplare günstig zum Beispiel generieren, wenn man ein Buch herausgibt und das auch immer dann herausgeben. Ne? Also das heißt, man hat Material für sich, sein Unternehmen, das als Werbemöglichkeit und hat super vielfältige Möglichkeiten damit. Sehr, sehr cool. Das heißt, wer sich dann dafür interessiert, einen Bestseller selbst zu schreiben, sollte das unbedingt mit dir machen. Da hilfst du bei, da hast du auch ein Format für entwickelt. Und du hast ja schon einige Leute, nicht nur deine eigenen Bücher dann zum Bestseller gemacht, sondern auch die Leute, die du betreut hast, wie ich das so sehe. Da kommt ja ein Buch nach dem anderen raus, was Bestseller so sind. Genau, also das ist mir ganz wichtig, dass die Strategien, die ich zeige, nicht nur bei mir funktionieren, sondern natürlich bei meinen Kursteilnehmern auch. Und das Schöne ist natürlich, wenn man es in einer Gemeinschaft macht, dass es gegenseitig motiviert und der Prozess ist wirklich so aufgebaut, dass man in 4 Wochen von der Idee bis zu seinem fertigen Buch kommt und auch noch Vermarktungsideen und so weiter mit an die Hand bekommt. Das war nun der erste Teil des spannenden Interviews mit Anna. Freue dich auf den zweiten Teil.